Die Retro Gaming Box G11 Pro ist aus meiner Sicht ein sehr schönes Gerät, das mit ewig vielen Spielen daherkommt, eine tolle Benutzeroberfläche hat und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Doch in den Kommentaren sind inzwischen ein paar Berichte von Problemen aufgetaucht und zwei, drei Fragen haben sich auch noch dazu gesellt. Hat sie dadurch ihren Zauber verloren? Darüber möchte ich nun in diesem Video berichten und wenn möglich Abhilfe anbieten. Kurz vorweg, wenn ihr hier was nachmacht, dann ist das eure eigene Verantwortung. Ich kann hier leider keine übernehmen. SD-Karte. Das größte Problem ist wohl die SD-Karte. Die scheint schon fast regelmäßig Schwierigkeiten zu machen. Das ist eine 256 GB große No-Name-Karte und bei dem Preis des Gerätes kann man sich vorstellen, dass für sie nicht mehr viel Geld übrig geblieben ist. Entsprechend rate ich dringend dazu, ein Backup zu erstellen. Am besten noch vor dem ersten Einschalten der Box. Dazu eine Marken-SD-Karte kaufen und das Backup auf diese überspielen. Meine Empfehlung einer sehr guten Micro-SD-Karte findet ihr in der Videobeschreibung. Wie ihr ein solches Backup erstellt und es wieder zurückspielt, zeige ich euch in einem eigenen Video, Link dazu am Ende dieses Filmchens. Favoriten. Eine weitere Frage kam hinsichtlich der Favoriten auf. Das dafür vorgesehene Drücken der Y-Taste funktioniert bei einem Zuschauer nicht. Zunächst dachte ich, dass es bei mir ebenso nicht geht, doch als ich den Y-Button ein wenig länger gedrückt hielt, wurde das ausgewählte Game zu den Favoriten hinzugefügt. Im Hauptmenü navigierte ich dann durch die Systeme und Konsolen, bis dort der Eintrag Favorites auftauchte. Draufgeklickt und siehe da, dort waren meine ausgewählten Spiele. In der Liste konnte ich dann mit Y die Games auch wieder entfernen. Allerdings habe ich dann noch ein wenig im Internet recherchiert und entdeckt, dass das wohl nicht bei allen Themes von Emulation Station funktioniert, aber bei diesem hier schon. Spiel verlassen. Es kam die Frage auf, wie man aus Games wieder herauskommt. Das ist schnell beantwortet. Drückt man die Select- und die Start-Taste gleichzeitig, dann poppt eine Meldung links unten auf, dass man das nochmal drücken soll, um RetroArch zu verlassen. Das ist dann auch das, was ich mache. Nochmal Select und Start gleichzeitig gedrückt und schon springe ich aus dem Spiel heraus und nach kurzer Einblendung des Logos erscheint wieder mein Auswahlmenü. Es gibt sogar noch eine zweite Variante. Drückt man Select und den Y-Button gleichzeitig, so kommt man ins RetroArch-Menü. Dort könnte man jetzt Close Content wählen, doch davon würde ich euch dringend abraten. Bei mir war damit die Box für einige viele Sekunden nicht mehr bedienbar. Irgendwann hat sich das Gerät dann Gott sei Dank wieder gefangen. Deshalb würde ich euch empfehlen, mit B zurück ins Hauptmenü zu wechseln und dort dann ganz unten Quit zu selektieren. Das hat bei mir jedes Mal bestens geklappt. C64. Die nächste Meldung betrifft den C64-Emulator. Hier sollen angeblich die Games nicht funktionieren. Allerdings konnte ich diesen Fehler nicht entdecken. Was allerdings Probleme machen kann, ist die fehlende Tastatur. Der C64 hatte immer eine Tastatur mit dabei und die kam bei Spielen teilweise zum Einsatz. Insbesondere um ein Intro zu überspringen oder am Anfang gewisse Optionen zu tätigen. Hierfür gibt es bei der Box eine On-Screen-Tastatur. Die erscheint, wenn man den Select-Button drückt. Jetzt kann man durch die Buchstaben navigieren und ebenso alle Sondertasten selektieren. Wie ich das hier bei dem Spielchen gerade mache. Im Prinzip müsste man dafür eigentlich eine echte USB-Tastatur anschließen. Aber ich spiele tendenziell sowieso eher nur Joystick-Games. Dafür reicht die On-Screen-Tastatur. Ein anderer Fallstrick kann die Ladezeit sein. Die Spiele sind als Kassetten- oder Disketten-Images abgelegt. Der C64 ist ja bekannt dafür, dass er nicht wirklich schnell von Diskette geladen hat. Wählt man nun ein besseres Spiel, dann benötigt dies fast immer auch einiges an Speicherplatz und das Laden dauert verdammt lange. Das sind schnell mal ein paar Minuten rum und im Extremfall würde ich sogar 10 Minuten warten, bevor ich einen Ladevorgang abbreche. Ansonsten könnte es das eine oder andere Mal an einem defekten Spiel liegen, denn ich vermute mal schwer, dass der Hersteller nicht alle Games getestet hat. PlayStation 1 ohne Sound. Ein weiterer Zuschauer hat in die Kommentare geschrieben, dass er keinen Sound bei PlayStation 1 Spielen hat. Das ist natürlich sehr ärgerlich, leider kann ich das Problem nicht nachvollziehen. Wie ihr hört, ist hier Sound und Musik vorhanden. Eventuell liegt es nur an einem bestimmten Spiel oder vielleicht sogar an den Einstellungen des Fernsehers, der beim Audio-Codec Schwierigkeiten hat. Falls ihr auch Probleme mit dem Audio bei PlayStation 1 Spielen habt oder hattet, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Vielleicht kommen wir dann gemeinsam auf eine Lösung. PlayStation 2. Das nächste Thema ist die PlayStation 2. Die ist nicht mit dabei und ergo war die Frage, ob man die nicht nachträglich installieren könnte. Da das ein System mit Emulation Station und RetroArch ist, gehe ich mal davon aus, dass eine Installation weiterer Emulatoren inklusive der PlayStation 2 definitiv möglich ist. Allerdings gehe ich ebenso davon aus, dass der verbaute Chip in dem G11 Pro nicht genügend Power haben dürfte, um eine PS2 ordentlich anzutreiben. Deshalb werde ich es erst gar nicht versuchen. Im RetroArch-Menü kann man natürlich mal einen weiteren Core herunterladen und ein passendes Spiel auf die SD-Karte packen. Dann den Core und Inhalt starten. Vermutlich noch ein passendes BIOS finden und in das RetroArch-Systemverzeichnis kopieren oder in das BIOS-Verzeichnis auf der SD-Karte.
Das wären so die Schritte, aber wie gesagt, halte ich das nicht für sinnvoll. Falls aber jemand damit schon positive Erfahrungen gemacht hat, immer raus damit. Amiga. Gleich mehrere Zuschauer melden, dass keine Amiga-Spiele laufen und leider ist das auch bei mir so. Also gehe ich mal schwer davon aus, dass Amiga-Games bei keinem funktionieren. Entsprechend habe ich mich auf die Suche gemacht. Als erstes dachte ich an das gute alte Kickstart-Problem. Das ist ja so eine Art BIOS für den Amiga und das wird selbstverständlich am richtigen Ort benötigt. Ich habe also die SD-Karte in den PC gesteckt und herumgesucht. Viel war nicht zu finden, doch bei den ganzen ROMs gibt es ein BIOS-Verzeichnis. Dort habe ich alle meine BIOS-Dateien hineinkopiert und eiskalt alles überschrieben. Nicht, dass nur eine Kickstart-Datei defekt ist. Aber leider hat das auch nicht geholfen. Ich konnte dann noch mit Select und Y in die Settings gehen und war sehr überrascht, hier AmiBerry anzutreffen. Ehrlich gesagt hätte ich hier eher RetroArch mit dem PUAE-Core erwartet. Aber gut, das ist ein solider Amiga-Emulator mit reichlich Einstellungen. Ich habe viel herumprobiert, aber bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, ein Spiel ans Laufen zu bekommen. Viel Zeit habe ich allerdings auch noch nicht investiert, aber ehrlich gesagt habe ich davon auch nicht viel. Als nächstes habe ich dann einfach mal RetroArch gestartet und bin auf Load Content gegangen, dann zum Amiga-Verzeichnis navigiert und ein Spiel herausgesucht. Ich wählte 9 Lives. Jetzt muss ich noch Load Archive selektieren, ich will ja das Paket starten. Nun machte mir RetroArch ein paar Vorschläge hinsichtlich Core und ich nahm natürlich den Commodore Amiga Core PUAE. Und schon konnte ich das Spiel zocken. Super! Allerdings müsste ich jetzt noch die Oberfläche, also Emulation Station, dazu bekommen, dass sie statt AmiBerry einfach den PUAE Core verwendet. Grundsätzlich sicherlich möglich, aber die entsprechende Konfiguration umzustellen ist ein eigenes Thema. Fazit: Amiga läuft, aber derzeit nur über Umwege. N64 und Harvest Moon. Was mich durchaus überrascht hat, war die Meldung, dass Harvest Moon auf dem N64 nicht geht. Letztlich hatte ich ein paar N64 Games gespielt und keine Probleme damit gehabt. Also Harvest Moon gestartet und tatsächlich erscheint das Bild zerhackt und nur ausschnittsweise. Gut, vielleicht liegt das ja an dem Spieleabbild. Also ein eigenes organisiert und auf die SD-Karte kopiert. Dies ist dann natürlich gestartet, doch auch hier zeigten sich diese dramatischen Fehler. Ich habe dann noch versucht, in den Einstellungen von RetroArch etwas anzupassen, doch damit konnte ich nichts erreichen. Okay, stimmt nicht, das Bild änderte sich, aber der Fehler an sich blieb bestehen. Vielleicht kennt sich der eine oder andere hier besser mit N64 Settings aus. Eventuell sollte man auch einen anderen Core verwenden. Ich bin hier erstmal mit meinem Latein am Ende. Sorry. Hardware und Software. Ein weiteres Problem kann auftreten, wenn ihr schon eine Box mit dem Nachfolgerchip bekommt oder bekommen habt und noch eine SD-Karte mit der alten Software. Dann bleibt die Box beim Hochfahren stehen. Das ist wohl nach dem Intro-Video der Fall. Ich selbst hatte damit keine Probleme und vermutlich trat dieser Fehler nur bei der Umstellung vom alten auf den neuen Chip auf. Ich schätze, in der Produktion haben sie dann noch die alten SD-Karten weiterverwendet, die allerdings gar nicht mehr funktionieren. An dieser Stelle muss ich mich bei dem Zuschauer, der Herr des Ringes, bedanken, der die Lösung gefunden und in die Kommentare geschrieben hat. Es gibt im Hauptverzeichnis die Datei dtb.img. Die ist das Problem. Diese muss durch eine passende ersetzt werden. Dazu gibt es im Hauptverzeichnis den Ordner device-trees, in dem sind viele Dateien zu finden. Nun müsst ihr natürlich wissen, welche Hardware euer Gerät hat. Auf der Seite von Geekbuying steht bei der Spec inzwischen 905X3 und außerdem noch 2 GB RAM. Etwas weiter unten findet ihr dann noch, dass die Box eine 100 Mbit Netzwerkschnittstelle hat. Was in eurem Gerät wirklich steckt, könnt ihr aber vermutlich nur durch Aufschrauben herausfinden oder ihr testet diverse dtb.img-Dateien durch. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass ihr das auf eigene Verantwortung macht. Jedenfalls müsst ihr in diesem Verzeichnis nach der passenden Datei suchen. Vermutlich ist es die 905X3 mit 2 GB RAM und 100 Mbit Netzwerk. Die einfach in das Hauptverzeichnis kopieren. Ich würde kopieren und nicht verschieben, damit das Original erhalten bleibt. Im Hauptverzeichnis dann die Originale dtb.img nur umbenennen, damit auch diese nicht verloren geht. Und dann die neue Datei entsprechend zu dtb.img umbenennen. Leider kann ich das nicht für euch testen, weil bei mir alles ohne Probleme lief. Aber der Herr des Ringes hat das erfolgreich durchgeführt. Lizenzen. Jetzt gehe ich noch kurz auf die Lizenzen ein, weil hier entsprechende Fragen auftauchten. Fast alle Spiele, die mit auf der SD-Karte sind, wurden programmiert, um damit Geld zu verdienen. Logischerweise war es natürlich verboten, diese zu kopieren und daran hat sich bis heute nichts geändert. Über die Jahre gingen die Lizenzrechte vielleicht von einer Firma zur nächsten und dann irgendwann mal unter. Außerdem sind ja auch keine großen Gewinne mehr zu erzielen, sodass sich vermutlich niemand darum schert. Trotzdem hat der Hersteller der Box hier höchstwahrscheinlich illegal gehandelt, indem er sie einfach auf die SD-Karte gepackt hat. Immerhin sind es mehrere tausend Spiele und wenn nur 100 Games mit jeweils einem Euro Lizenzgebühr anfallen würden, wäre der Preis der Box schon weit überschritten. Wobei ich dazu sagen muss,
dass ich das chinesische Recht diesbezüglich nicht kenne. Und da ich kein Anwalt bin, weiß ich auch nicht, wie sich das auf den Besitz einer solchen Box hier in Deutschland auswirken kann. Wie auch immer, ich wollte euch nur darüber informieren. Was ihr mit dieser Information macht, bleibt euch überlassen. Liste der Games. Immer wieder kommt die Frage nach einer Liste der Spiele, die mit dabei sind. Ihr werdet es nicht glauben, aber auf Geekbuying gibt es jetzt so eine zum Download. Beziehungsweise drei verschiedene, je nach Speicherkartengröße. Auf der Seite ganz weit unten kommen die Links dazu und klickt ihr da drauf, dann wird eine Excel-Datei heruntergeladen. Öffnet ihr diese, dann seht ihr alle Games, die mit dabei sind. In den Spalten nach rechts kommen die ganzen Konsolen und Systeme und nach unten dann die dazu existierenden Spiele. Manchmal steht dann aber auch halt einfach fünfmal der gleiche Name in der Liste, weil es unterschiedliche Sprachen sind oder diverse Versionen. Die Liste ist schon ganz gut, ist aber meines Erachtens auch nicht so entscheidend. Denn wie ihr gesehen habt, können Spiele auch mal nicht funktionieren. Sprich, nur weil eure Lieblingsspiele auf der Liste stehen, heißt das nicht zwangsweise, dass diese anstandslos laufen. Ganz zu schweigen, ob es denn die richtige Sprache ist. Wenn dann nur chinesische Zeichen auftauchen, macht das liebste Lieblingsspiel vielleicht doch keinen Spaß. Entsprechend müsstet ihr euch dann doch noch im Internet auf die Suche machen und eure Favoriten händisch auf die Karte kopieren. Aber im Großen und Ganzen funktionieren die Spiele schon und die passende Sprache ist auch dabei. Ach ja, und hatte ich das mit den Lizenzen schon erwähnt? Forum. Was ich allerdings nicht entdeckt habe, ist ein Forum, in dem Probleme besprochen und sich Tipps geholt werden können. Es gibt zwar eine Homepage von Retrowave, an die man sich wenden könnte, ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht eventuell nur ein Dropship-Laden ist, also ein Shop, der die Boxen nur weiterverkauft und eventuell keinen großen Einblick in das Gerät hat. Shutdown. Zu guter Letzt kann ich euch nur noch ans Herz legen, die Box immer ordentlich herunterzufahren. Das macht ihr mit der Select-Taste und dann im Menü auf Shutdown klicken. Wie eingangs erwähnt, ist die SD-Karte ein kritischer Punkt und wenn hier der Strom abgeschaltet wird und eventuell noch Schreibvorgänge auf der Karte passieren, dann kann das natürlich zu Fehlern führen. Im Worst Case bootet dann das System nicht mehr. Übrigens dauert so ein Shutdown ziemlich lange und ist erst beendet, wenn die LED an der Vorderseite von blau auf rot umswitcht. Ich warte dann immer noch ein paar extra Sekunden. Sicher ist sicher. Auch wenn die Box bei manchen anscheinend Probleme bereitet, so ist sie für mich nach wie vor ein Stückchen Magie. Vor 30 Jahren hätte ich für sowas schlichtweg getötet. Ich werde die Retro-Welt natürlich weiterhin beobachten, also abonniert den Kanal, damit ihr die nächsten Neuigkeiten nicht verpasst und schaut euch auch dieses Video an. Da stelle ich euch die G11 Pro Zauberbox zum ersten Mal vor. Oder dieses hier, da stelle ich ein Backup von einer SD-Karte und spiele es auch wieder zurück, sodass ihr keinen Totalschaden wegen einer defekten Karte erleiden müsst.